Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Shark und wir spielen gegen Paleta. E4 und wir hatten schon lange kein Schwarz mehr, deswegen spielen wir mal hier D6. D6 ist cool. Pirk. Oder modern. Geht's hier von kurz nicht spielen. Ich möchte schon Pirk spielen. Oder modern. Wie wäre das denn? Ich spiele immer noch kein C5. Ich glaube, der kennt das gar nicht, wie er das spielt. Ich glaube, ich werde demnächst zu E5 spielen. Macht zwar meinen Läufer zu, aber irgendwie ist es gruselig. Die ganze Zeit, auch wenn er E5 spielen kann. Ich bin kein Pirk-Spieler und hab's erst einmal im Turnier gespielt. Deswegen weiß ich nicht so, wie das ist. Ah, ich glaube, der Turm wäre besser auf F8. Aber muss schnell Züge machen. Ich glaube, ich nehme auf D4 und... Okay. Hat sich erledigt. Ich spiele mal wieder positionell. A5, weil ich das C5-Feld haben will. Ich denke E4. Sollte er darauf 8 gehen? Tut er auch. Eigentlich handelt er jetzt logisch. Er tauscht Läufer gegen Springer, weil es eine geschlossene Stellung ist. Aber ich glaube, die Stellung wird ganz schnell wieder offen werden, wenn ich B5 irgendwann mal spielen sollte. Oder Läufer G7 und F5 wieder. Will er F4 spielen, ist die Frage. Und sonst könnte ich H6 spielen und Läufer G5 drohen. Bisschen zu einfach. Ich glaube, ich spiele mal Läufer G7 und F5 oder so. Wenn er F4 spielt, ist das eigentlich nicht so gut. Erstens habe ich Läufer H6. Und zweitens öffnet er halt die Stellung für meine Läufer. Deswegen werde ich auch F5 spielen. Ich kann jetzt C6 nehmen. C6 Dame, C6 Dame, 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 Turm. E4 hängt. Okay, Läufer schlicht C6. Das ist mein Plan. Eigentlich keiner. Dame nehme, Dame der letzte. Kann ich zuerst den Hund nehmen? Nee. So, jetzt. Jetzt ist wichtig. Ich glaube, ich gebe lieber B7 ab als D6. Ich
Die 6 ist irgendwie so ein Stützpunkt. Bauern, jetzt habe ich überhaupt keine Schwäche mehr. Das gefällt mir aber. Und man springt auf C5, das ist wie eine Bombe. Der Springer hängt. Kann ich glaube nicht ausnutzen. Muss doch irgendwas drin sein. Zum F1. Springer B1. Oder Springer B1. Ja, B1 ist besser. Okay, wie setzt man fort? Ich bin total dominiert hier von meinen ganzen Figuren. Leider rausnehmen. Traurig, aber wahr. Ich nehme die F-Linie. Auch cool. Da geht auf die C-Linie. E4 kann er schlecht den Bauern wecken. Der Läufer steht eigentlich gut da. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. C6 zum A6. Verarscht. C6 zum A6 geht. Okay, so kann man auch Stellung gewinnen. Einfach kompletten Schrott spielen. Ich glaube, man spielt das hier gar nicht mit C6. Hier ist eigentlich alles noch normal. Jemand dumm auf F8 lassen sollen. Hätte direkt drauf nehmen sollen. F4 ist eigentlich immer gut, wenn man das provoziert kriegt. Genau, C5 ist besser, ein bisschen den jetzt irgendwie zurück und gucken, wohin.
Aber zuerst glaube ich A5. A5 ist wieder wichtig. Komm schon, A5. Eigentlich eine schöne Stellung hier. Seinen Bauern geblandert, aber. Ja, eigentlich Springer D5 ist natürlich besser. Hat er die Schwäche auf D6 und Bombenspringer auf D5. Meine Läufer dominieren ja einfach alles. Und mit A4, ja, A4 dachte ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Ach, Springer E4 ist gut. Ja. Das stimmt. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie der Graf aussieht, richtig cool. Immer alles noch schwarz. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und rein. Ciao.